im OEZ-Zentrum finden und betreiben. Er ist Geschäftsführer und Gründer von NetWays. Nicht von unserer NetWay in Österreich, sondern von NetWays in Deutschland, in Nürnberg. Er hat 15 Jahre Erfahrung, der Open Source Produkte. Er hat die NetWays außerdem gedacht, was sie heute ist, ein Anbieter von diesen Produkten. Er wird uns einiges erzählen, und zwar, es gibt Lösungen, die er heute präsentiert im Internet unter monitoringexchange.org zu sehen. Da haben Sie ganz viel Überblick zu dem, was er heute so global einmal umreißen wird. Er wird das Thema IT-Service Management mit Open Source Produkten, willkommen, kommen Sie rein, präsentieren. Und zwar Implementierung von Lösungen für ein modernes Systemmanagement. Das war meistens ein teures Unterfangen. Es gibt heute größere, billige Lösungen, dass sie vervielfältigbar sind. Und eine dieser Lösungen, glaube ich, ist Ihre Aufwärtsung vorgeben. Sie haben eine halbe Stunde. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einführung. Ja, als erstes mal herzlichen Dank für die Einladung, nach Wien zu kommen. Das finde ich in zweierlei Hinsicht toll. Erstens, weil ich natürlich gerne über diese Themen rede und zweitens, weil ich ein großer Fan von Wien bin und dann auch sehr froh, herkommen zu dürfen und auch noch ein paar Tage privat dran zu hängen. Das ist super. Ja, ich bin von der Firma NetWays, wie in der Einleitung. Ich habe die Firma 95 gegründet, nach meinem Studium im Prinzip, oder während des Studiums. Und ja, wir sind mittlerweile 30 Mitarbeiter, nur dass Sie so ein bisschen Background bekommen, was wir machen. Sitzen in Nürnberg, sind aber europaweit in Projekten tätig und fokussieren uns eigentlich auf den Einsatz von Open Source Software in den Bereichen Systems Management und für ja, Enterprise IT Infrastrukturen, also alles, was ich so brauche, um ein großes Netzwerk oder große Plattformen aufzubauen mit Open Source und sie dann auch entsprechend zu managen mit Open Source Software. Was wir da so grob machen in den Bereichen, also Open Source Lösungen für Systems Management, das bedeutet so Dinge wie Monitoring, Performance Management, Configuration Management, Knowledge Management und so weiter, verschiedenste Tools. Und so im Bereich IT-Infrastruktur, Hochverfügbarkeit, Clusterlösungen, große Datenbanken, Storage-Geschichten, immer natürlich basiert auf Open Source Software. Das machen wir so in den Bereichen Consulting, als Managed Service und als Event. Also das bedeutet sozusagen, was wir dann mit diesen technischen Bereichen an Lösungen umsetzen. Sind so Dinge eben wie Projekte, Consulting, Implementierung, Anpassung, im Bereich Managed Services, Hosting, Betrieb und solche Sachen. Und im Bereich Events und Schulungen haben wir auch angefangen. Wir machen seit einigen Jahren Konferenzen auch in diesem Bereich. Und zwar die eine Konferenz nennt sich Open Source Data Center Konferenz. Da geht es eben hauptsächlich um den Einsatz von Open Source in Rechenzentren und größeren Umgebungen. Und das andere ist die Open Source Monitoring Konferenz, wo es ganz dediziert um das Thema Monitoring mit Nagios, Isinga und ähnlichen Tools geht. Unsere Kunden, also wir sind vorrangig natürlich in größeren Umgebungen tätig. Je größer die IT-Infrastruktur, desto eher oder desto größer das Potenzial natürlich auch von Open Source Software, desto größer die Einsparungsmöglichkeiten und so weiter. Aber da eben quer über alle Branchen. In letzter Zeit relativ viel im Automobilbereich gemacht, Audi, Volkswagen, BMW und so weiter und die entsprechenden Zulieferer. Und viel im Bankenbereich, aber grundsätzlich natürlich ist es ein branchenneutrales Thema. Wir sind eine reine Open Source Company, also das ist uns immer wichtig. Wir haben kein eigenes Produkt, wir finanzieren uns letztendlich mit einem Service Business Model, also zusätzliche Services zu Open Source Software, Unterstützung bei der Einrichtung, Implementierung, Anpassung und so weiter. Wir haben kein Produkt, das wir Ihnen verkaufen können. Alle Software, die wir machen und bauen, ist wieder Open Source Software. Selbst in Projekten, wenn wir das dürfen, wenn der Kunde nichts dagegen hat, wird auch das, was im Projekt vielleicht von einem Kunden BMW bezahlt wird, danach wieder als Open Source Software veröffentlicht. Meistens schaffen wir es auch, unseren Kunden da entsprechend zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist und dass sich das auch für die rentiert, weil sie ja kostenlos Patches wieder zurückbekommen, weil die Software von sich aus wächst, was der Matthias Stürmer vorhin gesagt hat, dass man eben einen Teil dieser Wartungsarbeit letztendlich in die Community verlagern kann oder sich mit anderen Anwendern entsprechend teilen kann. Wir haben viel gemacht im Bereich Monitoring, Add-ons und Weiterentwicklungen. Da betreiben wir auch eben diesen Katalog, monitoringexchange.org, wo man sich eben entsprechend informieren kann. Wir unterstützen seit einiger Zeit einen Fork von Nagios namens Isinga, den werde ich auch noch ein bisschen vorstellen. Und wir haben auch eine eigene Community-Site, wo man sich sämtliche Software von uns herunterladen kann. Also wir sind wirklich da eine reine Open-Source-Company.
So, und wenn man sich jetzt in diesem Bereich ITSM ein bisschen näher denkt, muss man erstmal so ein bisschen grob aufstellen, und welche Bereiche gibt es denn da? Also es gibt so dieses Thema Operations Management, Monitoring, wo so diese Themen in Betrieb reinfallen. Dann habe ich das Thema Configuration Management, wie kann ich meine Konfigurationen effizient einsammeln, ausbringen, administrieren, verwalten. So weiter. Das Thema Visualisierung und Reporting, also es entstehen ja auch eine ganze Menge Daten, wie kann ich die anzeigen, vernünftig anzeigen, wie kann ich die in Reports wiederverwenden. Das Thema Service Management, also wie kann ich meinen Service organisieren, Service strukturieren und mit entsprechenden Tools verbessern. Und das Thema CMS, CMDB, also so klassisch die Configuration Management Datenbank, wo ich meine ganzen Objekte ablege. Da drin gibt es dann wieder entsprechende Tools, Verfügbarkeitsmonitoring, Netzwerkmanagement, Eventmanagement, Performancemanagement, Businessprozesse, die ich überwachen muss, also nicht nur einzelne Objekte, sondern ganze Businessprozesse, End-to-End-Monitoring, also wie sieht mein Netzwerk aus der Sicht der User aus oder aus der Sicht einer Filiale beispielsweise. Im Configuration Management muss ich Konfigurationen einsammeln, also bestehende Konfigurationen von Routern, Switchen, Servern entsprechend einsammeln. Ich muss die versionieren, verwalten, wer hat wann was geändert, das sind so typische Aufgabenstellungen. Und dann muss ich sie auch wieder deployen können am Ende, also wieder rausspielen entsprechend. Visualisierung, ganz klassische Themen, Reporting, ETL, Extraction, Transform, Load, also wie kann ich die Daten von den verschiedenen Quellen anzapfen, umrechnen und weiterverarbeiten. Und letztendlich visualisieren am Ende. Service Management sind so diese klassischen IT-Disziplinen, Incident Management, Problem Management, Change Management, Knowledge Management in dem Bereich. CMS natürlich, die Configuration Management Database selber, eventuell ein Asset Management, also auch Verwaltung von Konfigurationsobjekten letztendlich. Dann brauche ich, wenn ich jetzt natürlich so verschiedene Bereiche habe und verschiedene Tools, muss das Ganze irgendwie miteinander kommunizieren. Ich brauche eine Messaging Layer, wie können diese Tools, weil es werden natürlich viele verschiedene Tools werden. Es gibt keine Open Source ITSM Suite, die out of the box alles abdeckt, sondern ich habe verschiedene Tools im Einsatz, die ich customizen muss, auf meine Anforderungen anpassen und miteinander verbinden. Die müssen irgendwie miteinander sprechen. Brauche ich eine Messaging Layer. Und was ich auch noch habe, ist ein Data Warehouse am Ende. All diese Tools haben eigene Datenbanken, die ich irgendwo in einem Datenbanksystem ablegen muss. Und letztendlich, wenn ich es anfange zu bearbeiten, habe ich ein Data Warehouse. Also Monitoring, Daten, Tickets, Events und so weiter. Das sind so die verschiedenen Bereiche und da werde ich jetzt versuchen, in jedem eben ein Tool vorzustellen. Im Bereich Verfügbarkeitsmonitoring gibt es eben Tools wie Nagios und Async. Ich denke, Nagios ist relativ bekannt. Ist eben ein System zum Überwachen von Servern und Services über Plugins. Das hat eine sehr flexible Kommunikationsinfrastruktur, die das sehr einfach macht. Ein Webinterface für die Präsentation und für das Reporting. Und er bietet verschiedene flexible Benachrichtigungskanäle. Ich kann dann über verschiedene Kanäle und über verschiedene Zeiten entsprechend mir Benachrichtigungen schicken lassen. Es kann Distributed Monitoring, man kann es hoch verfügbar auslegen. Es ist ein sehr flexibles Tool. Funktioniert im Prinzip so, ich habe einen zentralen Server, wo das zentrale Framework drauf ist. Da wird konfiguriert, was wird wann, wo, wie überwacht. Da gehen die Benachrichtigungen raus und so weiter. Und dann habe ich außen entweder Satellitensysteme oder Plugins, die eben dieses wirkliche Monitoring machen. Das sind also entsprechende Skripte, Programme, Agenten, die die Überwachung machen und dann zurückmelden, war okay, war nicht okay und eventuell auch eine quantitative Aussage, so wie hier 2% sind noch frei, weitergeben. Es gibt im Nagios-Umfeld Plugins eigentlich für alles, was man sich vorstellen kann. Ganz unten im Stack von der Hardware, über die verschiedenen Hersteller. Ich kann die verschiedenen Hersteller-Tools, die Vendor-Tools integrieren. Dann gibt es was für die Betriebssysteme, Logfiles und so weiter, bis auf zu den Netzwerksystemen und auch Applikationen. Also es gibt verschiedenste Plugins, mit denen ich auch SAP an so eine Nagios-Überwachung anbinden kann. Also auch da ist in der Regel kein Ende gesetzt sozusagen. Wie sieht das aus? Es gibt verschiedenste Ansichten. Das ist so eine taktische Übersicht, so ein Bird's-Eye-View, wo ich eben sehe, wie viel ist in meinem Netzwerk kaputt. Und was ist in Ordnung? Es gibt halt mal so einen relativen Überblick oder das genaue Gegenteil davon, eine Detailansicht, wo ich eben genau sehe, was ist auf dieser Maschine konfiguriert, wie laufen meine Dienste, meine Prozesse und die verschiedenen Überwachungsobjekte, seit wann sind die in diesem Zustand und so weiter. Und jetzt gibt es eben seit einiger Zeit das Singer-Projekt, das ist ein Fork von Nagios, also eine Abspaltung sozusagen, die ja so vor ganz klein bisschen mehr als 2 Jahren gegründet wurde. Der Grund ist eben, dass in
in Nagios halt nicht mehr viel vorwärts gegangen ist. Also die Entwicklung ist sehr stagniert. Nagios ist auch so ein bisschen so ein Ökosystem. Der Kern hat sich eben wenig verändert. Außenrum ist eigentlich viel passiert und es gab viele Leute, die außenrum was dazu entwickelt haben. Aber es ist eben intern nichts mehr passiert. Es ist ein Community Fork, also das haben jetzt nicht wir als Firma gemacht, sondern zusammen mit anderen Leuten, die in dieser Nagios Community sehr aktiv waren, im Mai 2009 gestartet und besteht aus mehreren Komponenten und Teams. Da gibt es die entsprechenden Leute dazu. Es gibt Core, es gibt ein neues Webinterface, Dokumentation und so weiter. Was ganz wichtig ist, es ist kompatibel zu Nagios in allen wichtigen Bereichen, abwärtskompatibel, sage ich immer. Also ich kann die gleichen Plugins weiterverwenden, also die eigentlichen Monitoring-Aufgaben machen. Ich kann die gleiche Konfiguration weiterverwenden, die Konfigurationssyntax ist gleich. Ich kann die gleichen Add-ons weiterverwenden, also es ist sehr, ich kann das, wenn ich sozusagen in dem Nagios-Know-how habe, kann ich in einem Tag eigentlich auch ein bisschen mehr umstellen und bin aber dann in der Technologie, die halt weiterentwickelt wird, die dynamisch funktioniert. Da arbeiten über 30 Leute inzwischen mit aus der EU, aber es sind auch Leute in Südafrika, wir haben jemanden in Australien, in dem Team und so weiter. Also es wird sehr intensiv daran gearbeitet. Datenbankschema ist das gleiche und so weiter. Warum ist das jetzt besser? Es ist halt wesentlich moderner gemacht. Also nur mal als Beispiel, das neue Webinterface ist jetzt natürlich eine sehr überladene Ansicht, aber das ist modular, das ist anpassbar, das ist erweiterbar. Ich kann also da zusätzliche andere Programme über Plugins mit einholen, kann andere Software, die ich vielleicht schon habe im Haus, entsprechend integrieren. Ist sehr dynamisch, aktualisiert sich alles in Realtime und ich kann auch Ansichten machen, spezielle Ansichten für Leute, die eben bestimmte Dinge nicht sehen sollen oder die mit der Informationsvielfalt, so wie wir sie hier sehen, vielleicht überfordert werden. Kann ich sehr einfache Ansichten machen, die vielleicht nur ein Pie-Chart zeigen und so weiter. Also ist sehr flexibel konfigurierbar. Es gibt eine Status-Map, nur mal so als Beispiel auch wieder, wie dynamisch ist, da kann ich reinzoomen, hin und her, kann mir die Abhängigkeiten im Netzwerk angucken und so weiter. Es gibt entsprechende Plugins, um das Ganze zu erweitern, so ein bisschen ähnlich wie bei WordPress, dass ich einfach mir Plugins reinladen kann, die das Webinterface erweitern. Da gibt es so eine Ansicht hier für Temperatursimulationen im Rechenzentrum. Es gibt was fürs Performance Management, also Performance-Graphen, Event-Management und so weiter. Also in dem Bereich ist eigentlich schon sehr gut alles abgedeckt. Thema Event-Management. Gibt es als Beispiel eins dieser Plugins für Isinga, die EventDB, ist eine Datenbank, in der ich alle eventbasierten Informationen zusammenführen und konsolidieren kann. Also solche Dinge wie Logfiles, E-Mails, SNMP-Traps, alles was eventbasiert ist letztendlich. Die kann ich dann dort analysieren nach der Anzahl der Events, nach der Häufigkeit, nach welcher Zeitperiode sie aufgetreten sind, kann auch den Volltext durchsuchen und so weiter und kann auch Error- und OK-Meldungen korrelieren. Also wenn ein Switch meldet, Port ist down, und dann kommt eine andere Meldung, die sagt, Port ist wieder ab. Solche Dinge kann ich entsprechend korrelieren und feststellen, dass die zusammengehören. Und es gibt eben die entsprechenden Integrationen in Nagios und Isinga. Was kann ich da machen? Letztendlich fürs Monitoring. Ich kann dann auch auf Event-Alarme sozusagen entsprechend reagieren und Benachrichtigungen rausschicken. Ich kann diese Events verlinken, also wenn ich in diesem EventDB Webinterface sozusagen Events habe, kann ich zu dem entsprechenden zur entsprechenden Quelle des Events dann wieder im Monitoring verlinken und auch in die andere Richtung. Also eine Integration ins Webinterface. Integration in die CMDB, dass ich diese Daten vielleicht mir in mein CMDB-Tool wieder reinhole und mir halt auch da angucke, zu diesem CI, zu diesem Configuration Item, welche Events sind denn da in letzter Zeit passiert. Oder ins Ticketing, dass ich diese Events in meinem Ticketsystem wieder verwende. Gut, dann das Thema Performance Management, was gibt es da für Tools? Da gibt es mehrere, ein Beispiel ist GraphVV2 oder InGraph, wie er jetzt heißt. Gibt es aber auch andere Tools, die vielleicht bekannter sind, wie MRTG, also RRD-Tool-basierte Systeme, PNP gibt es zum Beispiel für Nagios und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Das ist halt ein Tool, das letztendlich die Daten aus meinem Monitoring-System nimmt und sie dann zu so schönen Graphen verarbeitet, die mir halt über den zeitlichen Verlauf letztendlich Performance-Informationen anzeigen. In der neuen Version, an der wir gerade arbeiten, kann ich jetzt oder werde ich demnächst auch Analysen in die Zukunft machen oder Projektionen in die Zukunft machen können. Also wenn sich das so weiterentwickelt, wie sieht das denn dann in 2 Monaten aus? Und ich kann das sogar wieder fürs Monitoring verwenden. Also jetzt aktuell kann ich ja zum Beispiel eine Disk-Auslastung, kann ich ein Monitoring-System so konfigurieren, dass es mir Bescheid sagt, wenn die Disk zu 80% voll ist. Mit diesen Prediction-Mechanismen könnte ich dann sagen, sag mir Bescheid, wenn mein Fenster, bis das zu 80% voll ist, kleiner ist als 2 Monate. Also wenn ich zum Beispiel, kann ich dann sozusagen in der Zukunft schon versuchen, Fehler zu erkennen auf Basis von letztendlich Trendanalysen.
generiert also diese dynamischen Charts, verwendet MySQL-Backend, Ajax Web Interface, analysiert sich auch in Realtime, hat entsprechende Dashboards, ich kann mir also die Daten zusammenfassen, so wie hier, mehrere Dinge in eine Ansicht zusammenpacken. Multigraphen, mehrere Graphen in einer Ansicht, das ist das, was man da oben sieht, also verschiedene Datenreihen, vielleicht von einem Cluster, wo ich mehrere Daten von verschiedenen Servern habe, die aber irgendwie gemeinsam korrelieren in einer Ansicht anzeigen. Kalkulationen machen und auch das ist wieder natürlich voll in den Monitoring-System integrierbar. Dann im Bereich Business-Prozesse gibt es auch entsprechende Tools, gibt es ein Business-Process View oder Business-Process-Add-on für Nagios und Isinga, mit dem ich dann mehrere Einzelaktionen, also ich überwache vielleicht einen Mail-Server, einen DNS-Server, eine Firewall, in einen Business-Prozess E-Mail zusammenfassen kann, der ja aus diesen ganzen Einzelbestandteilen besteht. Die kann ich hierarchisch erfassen, also DNS-Cluster besteht aus mehreren DNS-Systemen und dann muss DNS funktionieren und der SMTP-Agent muss funktionieren. Ich kann das Ganze und oder verknüpfen. Ich kann auch sagen Minimum und Maximum, also wenn ihr im Cluster umfällt, es müssen mindestens 3 Knoten von 5 irgendwie laufen, ansonsten hätte ich ein Problem. Und ich kann dann einen Drilldown machen, wie man das hier so ein bisschen sieht, also durch die verschiedenen Preview-Knoten entsprechend durchklicken. Ich kann da sogar Probleme simulieren, also sagen, was wäre denn, wenn diese Komponente ausfällt, was hätte das für Auswirkungen auf den Business-Prozess? Gut, im Bereich End-to-End-Monitoring gibt es ein ganz nettes Tool, Auto-IT, ist allerdings ein Windows-Tool, aber auch Open-Source, ein Automatisierungstool für Windows, mit dem ich User-Eingaben simulieren kann, also letztendlich Feldeingaben, Mausklicks und so weiter, läuft unter Windows und damit kann ich eben ganze Prozesse und vor allem auch komplizierte Prozesse wie jetzt eine SAP-Anmeldung oder eine Anmeldung an einem Terminal-Server oder solche Dinge simulieren, die ich natürlich so mit einzelnen Checks in einem Monitoring-System relativ schwer abbilden kann. Und die Daten werden dann natürlich inklusive der Zeit, wie lange hat es gedauert, eben wieder an das Monitoring-System weitergegeben. Auto-IT heißt das Tool. Gut, nachdem ich mich auch mit beeilen muss, alle müssen sich beeilen, muss ich mich auch beeilen. Im Bereich Configuration Management eben diese Aufgaben, Konfigurationen einsammeln, verwalten und wieder rausgeben, gibt es eben verschiedene Tools, also beim Einsammeln beispielsweise Rancid Factor, das erste ist hauptsächlich für Netzwerkkomponenten, Rancid, da steckt irgendwo das Cisco auch im Namen, aber funktioniert auch mit anderen Komponenten. Factor ist ein Teil von Puppet, dem Konfigurationsverwaltungssystem. Dann, wie verwalte ich letztendlich diese Konfigurationen? Das sind textbasiert, also kann ich sie in klassischen Konfigurationsverwaltungssystemen wie SVN, Git, CVS und so weiter entsprechend verwalten. Und zum Deployen brauche ich wieder ein Tool wie Puppet oder wie Chef, mit dem ich dann viele Rechner entsprechend konfigurieren kann. Also wie funktioniert das? Ich hole mir die Konfigurationen eben erstmal rein über diese verschiedenen Systeme, dann speichere ich das ab und tracke das, die ganzen Änderungen, wer hat wann was geändert in so einem Konfigurationsverwaltungssystem und deploy das eben wieder raus. Puppet, Chef sind beides Linux-basiert, OPSI ist zum Beispiel für Windows, also ich kann mit solchen Tools auch Windows-Server entsprechend managen. Wie integriert sich das mit anderen Applikationen? Mit dem Monitoring natürlich, ich kann bei Changes, letztendlich mache ich ja Changes damit, natürlich den Erfolg, Misserfolg entsprechend mit dem Monitoring überwachen, hat das funktioniert oder auf wie vielen Servern konnte ich meine Changes ausrollen oder was ist danach passiert, ja, ist irgendwas kaputt gegangen. Ich kann nicht autorisierte Changes feststellen, wenn ich also in meiner Change-Datenbank eben keine Genehmigung habe für einen Change, aber ein Change passiert, also er wird ausgerollt, weiß ich natürlich, dass es nicht genehmigt, ich habe einen unautorisierten Change. Mit der CMDB, indem ich entsprechende Konfigurationsdirektiven gleich aus meiner CMDB vielleicht heraus generiere oder indem ich Inventardaten, also wie viele CPUs stecken da in dem Server, das kann ich mit diesem Factor eben gleich on the fly sozusagen wieder ermitteln und solche Sachen dann wieder an die CMDB oder an die Inventardatenbank weitergeben. Mit dem Ticketing, da kann ich diesen Genehmigungsworkflow für die Changes, kann ich im Ticketsystem abbilden, da kann ich die Changes auch entsprechend tracken und ich kann natürlich auch automatisch aus Tickets eventuell Changes generieren. Also ich kann vielleicht im Ticketsystem sagen, schalte diesen User frei und dann wird eben über mein Konfigurationsmanagement entsprechende Direktive generiert, die dann ausgerollt wird auf den entsprechenden Server. CMDB, CMS, also Configuration Management System, gibt es Tools als Beispiel, iDoIt wäre eine Möglichkeit oder bei den eher inventarbasierten Sachen OCS, H-Inventory, gibt es also auch verschiedene Tools. Als Beispiel mal iDoIt vorgestellt, ist also eine klassische ITIL, ja, kompatible Configuration Management Datenbank, in die ich eben alle meine
existierenden oder geplanten Configuration Items, also was habe ich so in meinem Netzwerk Fuhrpark, entsprechend ablegen kann. Zur technischen Dokumentation, aber was natürlich das Wichtigste ist bei der CMDB, in welcher Abhängigkeit stehen die zueinander. Also das vorrangige Ziel der CMDB ist ja zu erfassen, welche Abhängigkeit haben meine Configuration Items, um eben dann später auch, wenn ich sage, hier muss ich irgendwas abschalten, was passiert denn dann? Also welche Services gehen dann vielleicht runter oder was passiert da? Und sowas kann ich inklusive Business-Daten, also vielleicht eine Abschreibungsregel oder wie lange geht die Garantie noch, in diesem ID-Read alles entsprechend ablegen. Ich habe eine Historisierung da, ich sehe also, was hat sich wann, wo, wie verändert und von wem. Und kann eigentlich ja den Detaillevel sehr gut selber anpassen. Also man kann eine sehr überblicksartige Erfassung hier machen. Man kann auch sagen, ich gehe also ganz genau rein und will wissen, welches Patchkabel in welchem Port steckt und wie das dann in welchem Switch und so weiter. Also das ist auch alles möglich und das Modell kann man entsprechend erweitern und anpassen auf eigene Bedürfnisse. Ist also sehr erweiterbar. Es gibt zum Beispiel auch Zusatzmodule für Lizenzmanagement, SNA-Management und solche Dinge. Gut, wie integriert sich das wieder? Ein paar Sachen hatte ich ja schon angedeutet. Also mit dem Monitoring natürlich. Ich kann mir in der CMDB vielleicht die Daten aus dem Monitoring angucken. Ja, welchen Zustand hat denn diese Ressource? Ist die überhaupt online? Läuft die gerade? Das ist ja ganz interessante Information, wenn ich das schon in der CMDB sehe. Ich kann mir die historischen Statusänderungen reinholen. Also wann, wie oft war das Ding down? Wie viele Probleme gab es da? Und so weiter. Und ich kann natürlich wieder Konfigurationsdaten aus der CMDB schon generieren. Wenn ich weiß, ich habe einen Host, da laufen folgende Dinge und folgende Services darauf implementiert, kann ich daraus ja schon Monitoring-Direktiven generieren und muss das nicht zweimal machen, indem ich das Monitoring immer händisch entsprechend verwalte. Mit dem Ticketsystem, indem ich mir im Ticketsystem eben CIs dazu hole, dass wenn der User anruft und sagt, mein Drucker ist kaputt, dass ich das gleich mit dem entsprechenden CI im Ticketsystem verbinde und das dann natürlich im Reporting wieder nutzen kann später. Entsprechend alle Incidents, Probleme und so in der CMDB anzeigen. Auch das ist natürlich wieder möglich. Mit dem Asset Management, indem ich mir die Hardware-Daten von diesen ganzen Geräten hole und auch diese Hardware-Daten dann in der CMDB entsprechend abspeichere und auch da wieder zum Beispiel unautorisierte Hardware-Changes sehen kann. Wenn also plötzlich Speicher fehlt oder solche Dinge, kann man das natürlich darüber entsprechend ermitteln. Gut, dann im Bereich Service Management, also diese klassischen ITIL-Disziplinen, gibt es entsprechende Tools, Request Tracker oder OTRS, ist eigentlich so eins der bekanntesten, mit dem ich eben ja, so einen ITIL-kompatiblen Prozess implementieren kann. Beispiele eben Request Fulfillment, also bitte richte mir einen User ein, Incident Management, ich habe hier ein Problem oder bei mir funktioniert irgendwas nicht, Problem Management, dann die etwas intensivere Suche sozusagen nach der Ursache des Incidents, Change Management und so weiter. Was können diese Tools? Eben alles, was man von so einem Ticketsystem erwartet. Also es wird jeder Anfrage eine Ticketnummer zugewiesen. Ich sehe die ganze Historie, wer hat wann was beantwortet, was ist passiert, welche Versuche gab es, das Problem zu lösen. Dann kann das Ganze im Owner zugewiesen werden und ich kann dann eben den Fortschritt entsprechend überwachen, was ist da passiert. Priorisieren, klassifizieren, vielleicht fürs Reporting wieder. Und dann am Ende natürlich letztendlich das Ticket resolven und entsprechende Daten für die Statistik, fürs Reporting generieren. Wie integriert sich das mit anderen Applikationen? Mit dem Monitoring-System natürlich. Ich kann eben Tickets machen, kann die E-Mails aus dem Monitoring, kann die Alerts dort weiterverarbeiten und entsprechend tracken, kann das Ticket auch automatisch wieder zumachen. Dann kann ich das Ticketsystem selber natürlich überwachen, inklusive Service-Level, also zum Beispiel, wenn irgendwas reinkommt, was eben 24/7 bearbeitet werden muss, kann das Monitoring-System das entdecken, eine E-Mail oder eine SMS verschicken nachts, sodass ich das im Bearbeiter dann entsprechend angucken kann. Und auch mit der CMDB wieder eben diese Zuweisung, Tickets, CIs und auch diese Ticketdaten in die CI-History einbauen. Gut, dann kommen wir zu der Messaging-Layer. Also wie sprechen diese Komponenten alle miteinander? Es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten. Wir schlagen eigentlich meistens den Enterprise-Service-Bus vor. Da gibt es auch eine Open-Source-Lösung, Mule ESB. Ist also ein System für, ja, dass man als einzelne Kommunikationslayer in so einem System verwenden kann. Und das, der Hauptvorteil ist sozusagen, dass ich eine sichere Übertragung habe. Aktuell macht man ja gerade in dem Systems Management Umfeld relativ viel noch, indem da irgendwo ein SSH-Skript startet und der kopiert dann irgendwas auf eine andere Maschine und kopiert die Daten darüber oder meldet, dass hier gab es ein Problem. Und mit so einem ESB kann ich das eben gesichert machen. Also ich kann Nachrichten zwischen verschiedenen Endpunkten sicher routen. Da gibt es Interfaces für verschiedene Services. Ich kann also eine DB direkt anzapfen, Files, die irgendwo generiert werden, einlesen oder erstellen, FTP-Server
und so weiter. Und das Ding hat dann Tools für Routing, Transformation und Monitoring. Also das heißt, das kann zum Beispiel anhand des Inhalts der Nachricht entscheiden, wo die hin muss. Wenn jetzt zum Beispiel so ein klassisches Befehl kommt, irgendwie, ich habe hier eine Nachricht oder ich habe hier, bitte schalte Monitoring-Satellit XY an, dann muss ich sozusagen das nicht großartig konfigurieren, sondern der ESB kann sich die Nachricht angucken und das automatisch an den richtigen Satelliten entsprechend weiterleiten oder die Nachrichten verändern und so weiter. Und ich kann durch das Monitoring, das ist der letzte Punkt, auch immer, weiß ich immer, dass Nachrichten irgendwo unterwegs sind oder verschwunden gegangen sind. Ich kann also bei jeder Nachricht, wenn die abgesendet wird, auch wenn sie nicht ankommt, das soll ja trotzdem passieren, so ähnlich wie bei einer E-Mail kriege ich zumindest eine Nichtzustellbarkeitsbenachrichtigung. Ich weiß, hier ist eine Nachricht verschwunden zwischen diesen verschiedenen Systemen. Wofür kann ich das benutzen? Monitoring-Nachrichten austauschen zwischen den Satelliten und zentralen Systemen. Ich kann Kommandos verschicken, bitte schalte aus, bitte schickt die Benachrichtigungen in Zukunft woanders hin und so weiter. Tickets damit erstellen, Events erstellen in den entsprechenden Datenbanken und eben ganz global verschiedene Applikationen dadurch zusammenfassen. Und letztendlich vermindert es einfach die Komplexität, die ich bei diesem Nachrichtenrouting habe, weil es alles über das gleiche System geht und ich das dort nur deklarieren muss und entsprechend überwachen kann. Also wie bei der E-Mail weiß ich auch zumindest, wenn die Nachricht nicht ankommt, dass es einen Fehler gab. Und die werden dort auch gespoolt, wenn da so ein Satellit mal weg ist oder irgendeine Komponente oder das Ticketsystem gerade offline ist. Dann spult der Bus diese Nachrichten und stellt die ihm später zu, wenn das Ticketsystem wieder da ist. Also Message Spooling habe ich auch entsprechend drin. Und dann dieses Routing bei Content. Also damit kann ich das alles entsprechend verbinden. Und dann habe ich meine Daten am Ende, dann muss ich sie irgendwie auch visualisieren. Jetzt muss ich mich sehr beeilen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel NACWIS, ist eine Erweiterung für Nagios, mit der ich ja, verschiedene Dinge zusammenfassen kann und visualisiert anzeigen. Als Möglichkeit, wie bei so einem Rack-Ansicht oder auch eine entsprechende Hardware-Ansicht oder vielleicht in einem SAN-Umfeld oder in einem VM-Umfeld, wo ich komplexe Sachverhalte halt sehr einfach präsentieren kann dadurch. Und die Daten kommen immer live aus dem Monitoring-System. Und ich sehe dann eben, wo laufen meine VMs und so weiter. Und der letzte Punkt eigentlich dann das Thema Reporting, also wie werte ich das jetzt alles aus, zusammen mit dem Data Warehouse, das ich da habe, gibt es eben entsprechende Tools, Talents, Jasper Reports und so weiter, auch alles Open Source Tools für Reporting. Da unten habe ich natürlich klassisch MySQL oder PostgreSQL, ist irgendwie logisch. Und da wird es jetzt eigentlich so richtig spannend, wenn ich eben anfangen kann, im Backend auch eine Integration zu machen und eine Datenintegration dieser verschiedenen Daten aus den verschiedenen Quellen. Das wären jetzt mal so Beispiele, Monitoring-Daten mit CMDB und Update-Daten zum Beispiel. Die habe ich auch immer in der Datenbank. Bei Windows gibt es entsprechende XML-Files, wann ist was wo upgedatet worden. Hat die Distribution in Appdian, hat, also das wäre jetzt ein System, um Debian abzudaten, hat eine eigene Datenbank, der genau sagen kann, wann ist wo welches Update eingespielt worden. Und dann kann ich halt so Reports machen wie viele Störungen pro Kunde hatte ich in einem Monat. Oder ich habe ein Update gemacht, welche Incidents sind danach aufgetreten und kann das natürlich alles dann in Beziehung zueinander setzen und entsprechend korrelieren. Störungen nach Hardwarehersteller, also Dell-Komponenten habe ich immer mehr Probleme im Monitoring als mit anderen Komponenten oder weniger, wie auch immer. Oder das Thema Weiterberechnung, also mal die Bearbeitung meiner Inzidenz, wie viel Arbeitszeit ist da angefallen, welchen Kunden muss ich das wieder in Rechnung stellen. Da brauche ich auch relativ komplexe Abfragen, ich muss nämlich herausfinden, das CI, welchen Kunden gehört das, wo kriege ich die Daten aus der Datenbank und wie wird das vielleicht abgerechnet. Und sowas sind natürlich klassische Reporting-Ansätze. Mit Jasper Reports zum Beispiel ein System, das hat einen Java-Client, also das läuft unter Windows, unter Mac, unter Linux und so weiter. Und damit kann ich sogar mit einer Realtime-Ansicht entsprechende Reports mir designen, mit What You See is What You Get-Ansicht und kann eben verschiedene Diagrammtypen, Auswertungen und so weiter zusammenfassen. Und dann gibt es eine zweite Komponente, die mir dann diese Reports verteilt. Das erste heißt iReport, das zweite ist dann der Jasper Server selber, der dann diese Reports generiert, per E-Mail versendet, irgendwo im Filesystem ablegt und so weiter, PDFs draus macht, HTML-Reports und es auch gescheduled machen kann. Also ich kann damit dann sagen, diesen SLR-Report schickst du mir immer zum Anfang jeder Woche um 9 Uhr am Montag und dann kriege ich den automatisch, ohne dass ich dafür viel Arbeit investieren muss. Und wie kann sowas aussehen? Nur als Beispiel, das wäre jetzt ein PDF, da kommen Daten da oben aus der Stammdatenbank, welchen Kunden habe ich, welche Ansprechpartner, Backup-Volumen, wie ist der Speicherplatz verwendet, Auslastung und so weiter. Und das kann ich eben alles entsprechend zusammenfassen mit so einem Tool und dann halt auch wirklich sozusagen mit diesen Daten auch arbeiten, die ich ja da immer erzeuge und ansammle und in all diesen Tools habe. Und damit haben wir eigentlich so die wichtigsten Felder
abgedeckt, würde ich mal sagen, zumindest alle, die ich aufgeführt habe am Anfang auch. Also es gibt für alles Open Source Tools. Die Challenge ist natürlich einfach, wie integriere ich die, wie kriege ich die zusammen. Ich habe ein paar Möglichkeiten auch vorgestellt, also diese Mule Enterprise Service Bus ist eine interessante Alternative und natürlich einfach über Backend-Integration. Das ist eigentlich auch relativ einfach, also es ist eine sehr niedrig hängende Frucht sozusagen, einfach nur zu sagen, ich habe meine verschiedenen Datenquellen und ich packe die zusammen. Und gerade diese gemeinsame Auswertung der Daten hat natürlich ein enormes Potenzial hinsichtlich Optimierung für die Zukunft, hinsichtlich Cover Your Ass bei Vorgesetzten und so weiter, also was ich dann letztendlich dann immer dafür brauche. Also ich bin schon der Meinung, dass man da wirklich ein übergreifendes System mit diesen Open Source Tools mittlerweile implementieren kann. So, und damit wäre ich am Ende und weiß nicht, ob wir noch Fragen haben, aber zeitlich bestimmt. Wir können noch schnell. Also vielen Dank für die Ausführungen. Es war ein riesiger Backen, ein Rucksack, da können wir sich einiges aussuchen. Ja, es ist halt ein Überblick, dass man mal einfach so sieht, was gibt es denn und was kann das Ding so grob und dann. Zwei schnelle Fragen. Implementieren Sie auch ERP-Software, Open Source ERP-Software? Also wir jetzt als Firma nicht, weil das halt nicht unser Thema ist. Da braucht man Branchen-Know-how, das hat jetzt ein bisschen eher im Bereich IT-Betrieb. Also wir können das im Sinne von der Überwachung natürlich integrieren, dass man sagt, wie überwache ich jetzt das oder wie kann ich vielleicht ein paar Daten da mehr rausholen. Kommt ja in dem Bereich, wenn ich aus dem ERP vielleicht brauche, welcher Kunde gehört dieser Server oder wie wird das abgerechnet oder wer sind die Ansprechpartner, sowas machen wir schon. Aber wir sind jetzt als Firma natürlich keine ERP-Spezialisten, da braucht man jemanden, der sich mit Kontenrahmen und so Zeug auskennt, das ist für andere Baustellen. Noch was? Du hast genug Zeit noch für Boten. Vielen Dank für Ihre